Was zurzeit bei Teenagern auf beiden Seiten vom Atlantik total angesagt ist, sind Großmütter. Sie sind das absolute Must-Have für modebewusste junge Menschen. Wer keine Großmutter hat, kann sich eine bei eBay ersteigern. Also, junger Mann, deine Mom hat mir erzählt, man hätte dich beim Rauchen erwischt. Ich wollte es nur mal probieren. Connor, Zigaretten sind überaus schädlich für dich. Du hast auch mal geraucht? Sicher, als ich in deinem Alter war, haben alle geraucht. Uns wurde erzählt, Rauchen wäre gesund. Wir wussten es nicht besser. Es tut mir leid, Großmutter. Genau wie mit diesem Kokain. Wir wussten nicht, was es war. Wir dachten, es wäre ein Muntermacher. Ich habe mir den Disco-Schnee von morgens bis abends in die Nase gezogen. Du hast gekokst? Oh, sicher. Und Heroin? Ja, wenn wir sonntags von der Kirche nach Hause kamen, dann sagte dein Großvater immer zu mir, Mildred, lass uns den Drachen jagen. Und dann lagen wir den Rest der Woche im Bett, vollkommen high. Ich habe nicht gewusst, dass die Leute damals Drogen genommen haben. Ja, es gibt eine Menge, dass du nicht weißt. Irgendwo habe ich noch meine alte Crackpfeife. Deine Tante Dorothy schenkte sie mir zum 18. Geburtstag. Tante Dorothy, gab dir eine Crackpfeife? Ja, sicher. Sie hat sie sogar gravieren lassen. Das brennt dir das Hirn weg, deine Dorothy. Wie konntest du dieses Zeug nur nehmen, Großmutter? Wir konnten doch nicht wissen, dass es schädlich ist. Und jeden Morgen rührten wir unser Crystal Meth. Wir dachten, es wäre das gleiche wie ein Glas Milch. Gibt es irgendwas, was du nicht genommen hast? Oh, lass mich nachdenken. Ich hatte MDMA, LSD, GHB, Magic Mushrooms, Kleber, Mescalin, Poppers, Hustensaft, Angel Dust. Hast du auch mal Gras geraucht? Gras ist für Weicheier. Wow. Du hast echt was erlebt, Großmutter. Wenn man bedenkt, was du dir alles reingeschmissen hast, siehst du echt noch verdammt gut aus. Ich bin 28.